Wir werden Deutschland verändern! Ob du willst oder nicht! So sieht dein Abo bei Hollywood. Hör auf, in diesen Planet der Affenscheiße reinzuziehen, tagtäglich! Kanonen! Hollywood macht dir deine Religion vor! Und du glaubst alles, was durch die Kiste da in deinen Schädel flimmert! Hör doch mal auf! Der einzige Weg nach Europa führt über Nuadhibu. Die Menschen kommen von überall her. Aus Mali, Senegal, aus ganz Afrika. Nuadhibu ist ein offenes Tor nach Europa. Normalerweise verhindern die Behörden dieses riskante Abenteuer. Aber es sind einfach zu viele. Man trifft auf Menschen, die bis zu 10 Tagen auf offener See treiben, ohne Essen und Trinken. Immer wieder Kenternboote. Viele ertrinken. Es ist schrecklich. Viele versuchen es 4 bis 5 Mal. Wenn man fragt, wieso, wir haben dich doch schon mal erwischt, sagen sie, wir wissen, dass es gefährlich ist. Aber es gibt für uns nur Europa oder den Tod. Manche zahlen 700 Euro, andere zahlen 860 Euro. Es hängt von ihren Mitteln ab und von der Anzahl der Reisenden, die ein Schlepper zusammenbekommt. Am Anfang hatte jeder Verwandte, die gehen wollten. Also haben wir uns organisiert. Jeder hat 2 oder 3 Kunden gebracht. Wenn man arbeitslos ist und weiß, dass sich damit Geld machen lässt, arbeitet man eben als Schlepper. Damit kann man pro Person 30 bis 60 Euro verdienen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich habe auch gehungert. Es gab Hirsebrei ohne Zucker. Das isst man nur, wenn man muss. Aber nicht alle Menschen sind gleich. Manchen sieht man den Hunger an, anderen nicht. Einige kommen mit ihren Ersparnissen. Ihre Verwandten verkaufen ihre Kühe oder Schafe, um ihnen die Überfahrt zu bezahlen. Dann warten sie hier auf eine Gelegenheit. Andere verdienen sich hier in der Stadt die Überfahrt mit kleinen Jobs. Draußen auf dem Meer soll es stürmen. Die meisten sind heute nicht da. Eis? Ja. Und kein Boot hat was gefangen? Nein. Kein einziges Boot? Kein einziges. Das wundert mich aber. Heute bringt die Fischerei kaum noch etwas ein. Früher konnte ich gut davon leben. Doch seit etwa 7 Jahren wird es von Jahr zu Jahr schwieriger.
Als ich gemerkt habe, dass es hier nicht mehr läuft, ich glaube, das begann 2001, habe auch ich überlegt, über Mali und Libyen nach Italien und noch weiterzukommen. Ein Freund hat mir damals davon abgeraten. Wenn dir klar wird, dass deine Zukunft ungewiss ist, bleibt dir eigentlich keine Wahl. Heute bereue ich manchmal, dass ich es nicht getan habe. Aber es ist riskant. Und ich habe Familie. Was, wenn ich im Meer sterbe? Würde mein kleiner Sohn das verkraften? Ich glaube, ich sollte auch nach Europa fahren und essen wie alle Menschen dort. Hier gibt es manchmal tagelang nur Trockenfrüchte. Es ist schlimm, seine Kinder hungern zu sehen. Wenn man sie ernähren kann, ist man sehr glücklich. Es gibt keinen Tag, an dem wir alle wirklich satt werden. Ich habe nur davon gehört, dass die Menschen dort essen. Sie essen von morgens bis abends und dann trinken sie noch Tee. Danach wird wieder gegessen, bis in den Abend hinein. Sie haben keine Probleme oder Hunger, der sie ständig an andere Länder denken lässt. Wir hier essen Maisbrei mit getrockneten Erbsen. Oft gibt es nur das, mehr nicht. Wir sind froh, wenn unsere Vorräte bis zur nächsten Maislieferung reichen und essen nur so viel wie unbedingt nötig. Hunger ist alltäglich in der Turkana. Ich würde nicht mal sagen, dass ich den Hunger komplett überwunden habe. Meine einzige Versicherung gegen den Hunger ist meine Bildung und mein Beruf. Ich bin in den 60er Jahren geboren, als in der Turkana eine unglaubliche Dürre herrschte. Menschen und Tiere starben, wir mussten von hier weggehen. Man brachte die Menschen zu einem See, damit sie dort von ihm leben können. Erst war es schwierig, denn keiner von uns hatte jemals Fisch gesehen. Aber es blieb uns nichts anderes übrig, als fischen zu lernen. Müssen sich von ihrem Fang ernähren. Sie schenken mir nicht einfach Fisch. Außer man läuft den ganzen Weg zum See und wartet dort auf einen Fischer, der einem vielleicht was abgibt. Auf dem Markt würde einem keiner was geben. Ja.
In der Zeit, in der wir noch keinen Hunger kannten, besaßen die Menschen Tiere. In der Regenzeit wurden sie gemolken. Die Menschen kamen von überall her. Selbst die Städter, die keine Tiere besaßen, kamen in die Dörfer, um Milch zu trinken. Die Trockenzeit war unsere Hungerperiode. In dieser Zeit haben wir unsere Kamele und Lämmer geschlachtet. Es war eine gute Zeit, als wir noch Herden besaßen. Wir tranken viel Milch, kein Mensch kannte Mais. Nicht einmal Geld kannten wir. Wir tranken Milch und machten daraus Buttermilch. Und jetzt wird man abgestempelt in die vom Norden und die vom See. Es ist alles sehr schlecht geworden. Wir haben kaum noch Tiere. Damals brauchten wir keine Hilfslieferungen. Der Kilimandscharo ist ein Beispiel göttlicher Schöpfung. Gott hat ihn erschaffen, um Mensch und Tier zu versorgen. Er brachte viele kleine Flüsse. Überall floss Wasser vom Berg. Gott erschuf den Menschen und zwei Vögel. Einen starken und einen schwachen Vogel. Der Schwache blieb und der Starke zog mit seinem Nest in die Ferne. Jetzt kommt der starke Vogel und stiehlt das Nest des Schwachen. Und der schwache Vogel steht nun ohne Nest da. Der starke Vogel ist die Regierung, die uns unser ganzes Wasser genommen hat. Und der Schwache sind wir, die Maasai. Unser Land ist heute eine Wüste. Sie haben uns alle Flüsse genommen. Als wir noch Kinder waren, gab es hier viele Quellen. Überall sprudelte Wasser. Wir badeten darin. Jetzt leiten sie das ganze Wasser um. Es gibt kein Wasser mehr. Wir exportieren täglich 135.000 Rosen. Das macht 45 bis 47 Millionen Rosen im Jahr. Das Kilimandscharo-Wasserprojekt der Regierung ist einzigartig. Leider steht uns der Service nicht immer zur Verfügung. Es sind einfach zu viele Verbraucher angeschlossen. Also kommt nicht das ganze Wasser hier an. Die meisten Blumen gehen zu Flora Holland. Und wir haben große Abnehmer in Deutschland und England. Diese Blumen hier sind für den Muttertag bestimmt. Unsere Farm ist vom Flower Label Programm zertifiziert. Das ist eine deutsche Initiative. Viele legen Wert auf dieses Label. Wir fahren jetzt zu dem Ort, wo das Wasser über eine Pipeline abtransportiert wird. Die Maasai bleiben ohne Wasser zurück. Es geht alles nach Nairobi. Nairobi.
Die Regierung verkauft unsere Ressourcen. Früher haben unsere Herden dieses Wasser getrunken. Und wir haben unsere Felder damit bewässert. Das ist jetzt verboten. Dieses ganze Gebiet war einmal ein Fluss. Überall war Wasser. Diese Laster bringen Essen aus Mombasa zu den Armen im Norden, zu denen, die hungern. Wasch ihr auch innen? Gib ihnen den Schlauch für die andere Seite. Es gibt viel Wasser am Kilimandscharo. Trotzdem haben wir Wasserprobleme. Denn ab 16 Uhr drehen sie das Wasser ab und leiten es nach Nairobi und Machakos. Punkt 16 Uhr wird es abgestellt. Selbst wenn gerade ein Laster gewaschen wird. Wohin geht das Wasser? Das Wasser geht zur Saitotis Blumenfarm. Sie wässern nachts die Blumen und wir haben kein Wasser. Bis zum nächsten Morgen um 8. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Unsere Tiere sterben. Wie sollen sie ohne Wasser überleben? Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Pipeline anzuzapfen. Doch, wenn wir das tun, rufen die Wasserfirmen sofort die Polizei. Das größte Problem ist, dass sie uns gar kein Wasser übrig lassen.
Wohin geht das Wasser? Zur Blumenfarm von Minister Saitoti, das ist das Problem. Sie nehmen das Wasser und wir sitzen auf dem Trockenen. Aber die Ironie ist, dass es hier viel Wasser gibt. Das ist das Traurige. Die Wasserleitung liegt direkt unter uns. Wenn es kein Wasser gäbe, wäre es anders. Aber jeder weiß, dass es Wasser gibt. Bevor das Wasser zu den Blumenfarmen nach Nairobi geht, sollten die Menschen hier wenigstens die Hälfte davon bekommen. Wir warten noch auf Leute aus den abgelegenen Dörfern. Dann beginnen wir mit der Essensausgabe. Aber erst werden wir beten, in der Tradition der Turkaner. Wir brauchen einen vielschichtigen Ansatz. Natürlich brauchen wir in akuter Not Nahrungsmittel, aber die Hilfe sollte auch nachhaltig sein. Bei einer Dürrekatastrophe reicht es nicht, einfach nur Wasser zu bringen, denn der Tanklastwagen ist am nächsten Tag weg. Warum bringt man nicht einen Wassertank und füllt ihn mit Wasser? Denn der Tank wird bleiben, auch wenn man kein Wasser mehr bringt. Wir fragen uns, ob man solche Notsituationen nicht nutzen könnte, um langfristige Projekte zu entwickeln. Also solche Notsituationen nutzen, statt einfach nur Essen zu verteilen und wieder zu gehen. Wenn jemand seine Rechnung nicht zahlt, nehmt ihr ihm sofort seine Leitung weg? Wir nehmen niemandem die Leitung weg. Sie gehören den Menschen hier. Warum schikaniert ihr die Maasai? Das Wasser gehört den Maasai und ihr pumpt es nach Nairobi. Die Leute stehlen das Wasser. Wer stiehlt Wasser? Die Schulen. Schulen sollen Wasser stehlen. Bleib hier, wir wollen mit dir reden. Rührt ihn nicht an. Ruhe. Niemand wird dir etwas tun. Das Wasser ist für Menschen und Tiere. Aber einige von euch benutzen es für die Bewässerung ihrer Felder. Wenn sie das tun, bekommen andere kein Wasser. Kommt in unser Büro, dann können wir das Problem diskutieren. Bist du der Boss der Wasserfirma? Wie heißt du? Und gib mir keine Nummer, die nicht funktioniert. Nikito, der Maispreis ist fertig.
Heutzutage sucht die ganze Welt nach Saatgut, das Trockenheit übersteht. Tragischerweise sieht keiner das, was wir schon haben. Traditionelles Saatgut, das von Bauern über Jahrtausende entwickelt wurde. Wir müssen nur intelligent genug sein und hinsehen. Die größte Vielfalt einer Nutzpflanze findet man in ihrem Ursprungsland. Wenn man sie dort nicht sichern kann, ist sie für immer verloren. Wenn Indien den Ursprungssamen von Reis nicht rettet, verliert die Welt den Reis. Wir haben eine globale Verantwortung, die Vielfalt der unzähligen Reissorten zu bewahren. In Indien gab es mal 60 bis 70.000 verschiedene Reissorten. Wo sind die hin? Früher haben die Bauern niemals nur eine Sorte gepflanzt. Als sie diese Tradition aufgegeben haben, weil sie höhere Erträge und mehr produzieren wollten, ging die Vielfalt verloren. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass die gesamte Gentechnologie in privater Hand ist. Wäre sie ein Forschungsprojekt der Universität, wäre sie nicht auf dem Markt. Wenn ich höre, Gentechnik wird den Welthunger beseitigen, kann ich nur lachen. Gentechnik soll Hunger beseitigen? Wie denn? Ohne Wasser. Wie? Ohne lokales Saatgut. Die Leute sterben nicht mehr stillschweigend an Hunger. Heute gehen sie vorher auf die Straße und protestieren. Wenn irgendein Land denkt, es sei abgeschottet vom globalen Elend, das durch die Globalisierung erst entstanden ist, und glaubt, es sei nicht betroffen, hallo, wacht auf und riecht den Kaffee, es wird euch alle betreffen. Diese globalisierte Welt ist eine recht kleine Welt. Eine globalisierte Welt, die die Ressourcen der Unterprivilegierten plündert, ist dieselbe globalisierte Welt, die die Krise zu euch bringen wird. Ich stütze mich in meiner Arbeit auf das, was ich in der Landwirtschaft von meinen Vorfahren gelernt habe. Es ist sehr wichtig, die einheimischen Sorten zu erhalten. Denn wenn sie einmal verschwunden sind, wo sollen wir sie suchen gehen?
Deshalb bewahren wir den Samen für traditionelle Sorten in einer Genbank auf. Einheimischen Reis kann man bis zu 5-mal aussäen, während genveränderter Hybridreis schon bei der zweiten Saat nicht mehr wächst. Und wenn ich 250 Gramm Hybridreis esse, habe ich nach einer Stunde schon wieder Hunger. Wenn ich aber die gleiche Menge einheimischen Reis esse, bleibe ich bis zum Abend satt. Wir sprechen über die Eigentumsrechte am Saatgut, denn das ist der Streitpunkt. Wem gehört das Saatgut? Es gehört der US-amerikanischen Firma Monsanto. Es muss jedoch klar sein, dass das Saatgut einem selbst gehört. Wir haben das in Lieder verpackt. Das ist es, was die Stücke zeigen sollen. Es ist wichtig, dieses Wissen für kommende Generationen zu erhalten. Wir würden sehr gerne eine weitere Genbank aufbauen. Hast du Land übrig? Ja, habe ich. Wo ist es? Ganz in der Nähe. Wie groß ist es? 15 Hektar. Wir brauchen ungenutztes Land und die Zustimmung der Leute. Wir brauchen das Einverständnis der Dorfbewohner. Wollt ihr alle helfen? 1, 2, 3, 4, 5. Was ist ein Flutsamen? Ein Samen, der bei Hochwasser gut wächst. Meine Vorfahren nannten ihn Flutsamen. Aber warum schließt der Deckel nicht? Wozu ist ein Deckel sonst da? Früher bauten Farmer viele verschiedene Sorten an. Was auch passierte, es gab etwas zu essen. Es war eine Art Risikoversicherung. Bei Überschwemmungen ernährte einen der Flutsamen. Bei Dürre ernährten einen dürreresistente Sorten. Man verdiente nicht das große Geld, aber für eine Krise war man viel besser gerüstet. Es kam ganz selten vor, dass man gar nichts hatte. Man hatte nie 100, aber auch nie 0%. Hülsenfrüchte und Weizen gingen nicht. Baumwolle war ganz schlecht. Jeder hier hat sie angebaut. Also dachte ich, ich sollte es auch versuchen. Ich habe einfach das gemacht, was alle hier tun. Ich kenne mich doch nicht aus. Keiner hilft mir. Wir machen gerade eine wirklich schlimme Zeit durch. Manchmal denke ich an Selbstmord. Aber dann sehe ich meine Tochter. Ihr Vater ist schon gegangen. Also sollte wenigstens ich bei ihr bleiben. Ich verbiete mir, darüber ernsthaft nachzudenken. Warum beging Ihr Mann Selbstmord? Ich weiß es nicht. Er saß 3 Tage nur zu Hause und sprach kein Wort. Er war sehr niedergeschlagen und sagte auch unserer Tochter nichts. Was ist am schwierigsten für Sie? So vieles ist schwierig. Auf dem Feld wuchs nichts. Es gab also Verluste. Ja, große. Welche Baumwollart haben Sie gepflanzt? BT Cotton, genveränderte Baumwolle, so wird sie genannt.
Die Zahl derer, die an Hunger sterben oder sich umbringen, geht in die Tausende. Wenn man schaut, wer sich umbringt, sind es zu 95% Bauern, die genveränderte BT-Baumwolle angebaut haben. Es gibt einen direkten Zusammenhang. Die Menschen, die der Agrarkrise zum Opfer fielen, waren die, die als erste genveränderte Baumwolle gepflanzt haben. Sie wurde von Forschern wie uns entwickelt. Diese Sorten wurden nicht von Monsanto hergestellt, aber sie besitzen sie. Is a water resource, climate change. Those are the things, you know, that is a kind Wassermangel, Klimawandel, das sind alles Probleme, die miteinander zusammenhängen. Wenn man ein besseres Saatgut entwickeln kann, warum nicht? Hier kommt Biotechnologie ins Spiel. Aber ich sage auch, Gentechnik wird das Problem nicht völlig lösen. Es wird sich entwickeln, denn die Bevölkerung wächst. Wir brauchen mehr Nahrung, mehr Erträge. Nur das wird helfen. Der Hybridreis von heute wächst viel schneller und höher als der herkömmliche Reis, der dort seit 100 Jahren angebaut wird. Der wächst doch nicht, oder nur sehr mäßig. Wir müssen es vorantreiben. Die gentechnische Entwicklung braucht Zeit. Und die Weltbevölkerung wächst. Unaufhörlich. Was auch immer wir tun, dieser Gefahr müssen wir uns stellen. Wegen der dürftigen Ernten lasten viele Schulden auf der Familie. In den letzten 2 Jahren gab es gar keine Ernte. Und dann hatten wir auch noch keinen Regen. Mein Mann war sehr besorgt und sah keinen Ausweg mehr. Er wählte den Tod. Die Schulden waren so hoch. Er hätte es trotzdem nicht tun sollen, aber ständig kamen Leute und fragten nach Geld. Ich kann seine Gründe nur erahnen. Als der jüngste Sohn starb, war ich im Dorf meiner Tochter. Es ging ihm gut, als ich ging. Gott weiß, was er dachte. Ja, es gab Schulden, aber er hat mit niemandem darüber geredet. Meine Schwiegertochter war schwanger. Niemand hat damit gerechnet. Jetzt ist niemand mehr da, der helfen kann. Ich kann nicht mal mehr ohne Hilfe laufen. Irgendwie versuchen wir es zusammen zu schaffen. Wenn wir irgendwie Geld bekommen, pflanzen wir etwas an. 3-mal haben wir es mit genveränderter Baumwolle versucht. Und dann gab es kein Wasser. Es ist sofort verdunstet und Insekten haben das Saatgut gefressen. Das Land hier ist sehr bergig. Wir versuchen, Dämme zu bauen. Trotzdem können wir kein Wasser auffangen. Im Sommer können wir nichts anpflanzen, nur in der Regenzeit geht es irgendwie. Wir könnten Wasserbohrungen versuchen. Nein, den Bohrungen ziehen das ganze Wasser aus dem Boden. Das Grundwasser wird entzogen. Geh in die Stadt, dort wirst du keinen einzigen Brunnen finden, der noch Wasser hat. Die jüngeren Leute wollen bohren. Die älteren sagen, dass dann die Quellen versiegen. Wenn man aus 60 Meter Tiefe Wasser zieht, verschwindet das Wasser in 10 Meter Höhe. Damit haben sie absolut recht. Der Kampf um Nahrung ist vom Wasser abhängig. Thank you.
Hunger ist eine entwürdigende Situation. Es ist schrecklich, Hunger zu haben. Es ist das elementarste Elend. Man kann krank sein, aber dennoch irgendwo Hoffnung haben. Aber die Hilflosigkeit, die mit Hunger verbunden ist, ist entwürdigend. Und ich finde, er ist eine Schande für jede Gesellschaft. Obwohl es möglich wäre, Essen zu produzieren und den Hunger zu eliminieren, haben wir versagt. Das ist eine große Schande für die Weltgemeinschaft. Und eine noch viel größere Schande ist es, dass der Hunger statt abzunehmen sogar zunimmt. Ich habe hier als Busfahrer gearbeitet. Das war alles Ackerland von Kleinbauern. Viele haben mir Land verkauft. Danach setzten die großen Farmer sie unter Druck, damit sie ihr Land verlassen. Sie sprühten sogar Gift auf die Häuser der Kleinbauern, um sie zu vertreiben. Als ich zum ersten Mal in den Amazonas kam, wusste ich nichts. Nur, dass er ein Urwald ist und sehr weit weg. Aber ich habe bald realisiert, dass da was falsch läuft. Seitdem lässt mich der Amazonas nicht mehr los. Ich sehe so viele Dinge. Ich sehe Leben, ich sehe Natur und Geld. Auf alle Fälle viel Gutes. Wenn du dein Geld verdoppeln willst, kauf einfach Land und bewirtschafte es. Hier wächst alles schnell und das Land wird immer wertvoller. Die ersten, die in den Urwald kommen, sind diese Typen da. Sie kommen wegen der Edelhölzer. Mit der Zeit hat sich hier eine Mafia etabliert. Wenn sie einen Mahagonibaum wollen, bauen sie eine Straße bis zu diesem Baum, fällen ihn und bringen ihn aus dem Wald. So entsteht ein Straßennetz. Wenn die Holzfäller alle Edelhölzer abgeholzt haben, ziehen sie ein Stück weiter und verkaufen das Land an die Nächsten, die Sojafarmer. Dann sieht alles so aus, flach und abgeholzt, mit ein paar vereinzelten Tieren. Wir haben gerade die letzte Sojaernte eingefahren und Mais gepflanzt, der im Juni und Juli geerntet wird. Und beides ist für den Export? Wir verkaufen ins Ausland und innerhalb Brasiliens. Und in die ganze Welt, vor allem nach China. Die sind die größten Abnehmer. Glaubst du, dass wir die Welt ernähren können? Brasilien hat heute schon die größten Ländereien der Welt. Wie viele Säcke lagern hier? 1,5 Millionen Säcke Soja, das sind 90.000 Tonnen. Dann noch der Mais, mehr als 2 Millionen Säcke. Das ist ein Gesamtwert von 38 Millionen Dollar. Die Welt träumt davon, dass der Amazonas die Lunge der Welt ist. Man sollte das Augenmerk aber auf die Industrie richten, die unsere Meere ausbeutet und verschmutzt. Sie sind die Hauptverantwortlichen für den Ausstoß von Kohlendioxid.
Die Leute müssen verstehen, dass die Abholzung des Regenwaldes nicht das Universum zerstört, sondern dabei hilft, den Hunger in der Welt zu verringern. So etwas wie heute habe ich noch nie gesehen. Sie treiben die Rinder in eine enge Kammer. Der Typ in der Kammer hat eine Pistole, eine Hochdruckpistole. Die macht ein Loch in die Stirn des Tieres. Das Tier stirbt an einem Hirntod. Aber einige bewegen sich noch. Sie zucken noch eine Weile. Dann schneidet einer den Schwanz ab, ein anderer die Hufe. Und sie fangen an, die Haut abzuziehen, als ob sie dem Tier ein Hemd ausziehen. Ich war 10 Jahre in den USA, um dort zu studieren. Als ich zurückkam, hat mich die unglaubliche Entwicklung hier überrascht. Hätte ich das vorausgesehen, hätte ich viel mehr Land gekauft. Aber niemand hat mit so einer Wertsteigerung gerechnet. Der Regenwald ist wichtig, aber er muss uns dienen. Wir können nicht Sklaven der Natur sein. Die Natur ist nur unsere Mutter und Lehrmeisterin. Aber wir Menschen sind das höchste Gut. Und Sorriso hat fantastisches menschliches Kapital. Als Kind war es ein Abenteuer für mich. Die Amerikaner nennen es Going West, den Dschungel erobern. Wir kamen an und wollten unsere Familien anrufen, aber es gab kein Telefon, keinen Strom. Verlierer sind die, die nicht hergekommen sind. Das sind die Verlierer. Das Land hier ist so fruchtbar, dass man selbst Wurzeln schlägt. Nicht nur Pflanzen, auch Menschen verwachsen mit ihrem Land. Wo ist es denn? Frag die mal. Wo finden wir Schwester Leonora? Ihr fahrt die Colonizadora ganz hinunter. Er sagte doch hier. Dort ist es.
In Mato Grosso mit all der landwirtschaftlichen Entwicklung, leiden da Menschen an Hunger? Ja, sehr viele. Wir haben hier einen Krieg zwischen der Agrarindustrie und den Befürwortern einer gerechten Landverteilung. Die großen Firmen nutzen das aus, damit sie machen können, was sie wollen. Das größte Problem ist die Sklavenarbeit auf den Zuckerfarmen. Die Aufseher haben Schießkommandos. Wenn einer nicht mehr arbeiten kann, bedroht ihn ein Pistolero mit seiner Waffe und zwingt ihn weiterzuarbeiten. Viele Farmer haben Hunde. Wenn jemand versucht zu fliehen, hetzen sie die Hunde auf ihn. Wenn irgendetwas passiert oder ein Arbeiter krank wird, hat das Schießkommando die Pflicht, ihn zu töten. Nur weil er krank ist. Ja, wer nicht mehr arbeiten kann, wird eliminiert. Er darf die Farm nicht verlassen, denn draußen würde er reden. Hier wird nicht geredet. Man schafft die Leute aus dem Weg. Hallo. Vielen Dank. Für mich als jemand, der das mit den Augen eines Ausländers sieht, ist es wichtig, diese Natur zu nutzen, um Nahrung für alle zu produzieren, nicht nur für die Menschen hier. Allein die Vorstellung, 60.000 Menschen könnten davon leben. Sie könnten, aber wir müssen das meiste exportieren. Wir können nicht zurück und sagen, weg mit der Baumwolle und dem Soja, lasst uns wieder Bäume pflanzen. Das fordern die Umweltschützer, zurück zum Ursprung der Natur. Aber das ist eine verrückte Idee. Was wollen sie essen, wenn sie nichts auf dem Teller haben? Lass sie 2-3 Wochen ohne essen, mal sehen, ob sie ihre Meinung ändern. Schau mal links, der wurde frisch abgeholzt. Hier ist nichts registriert. Dieses Gebiet ist ziemlich groß. Ich traue meinen Augen nicht. Ich weiß genau, in wenigen Monaten wird das hier alles brennen. Respira, Brasil. A ideia parece óbvia, mas a maioria de nós respira pouco e mal. É um dia a dia, é o cansaço, é o estresse, é o nervoso, são as emoções que vão travando a respiração. Para entender o caminho para uma respiração ideal, cerca de 150 pessoas se reuniram ao Parque do Ibirapuera. Agora, fecha os olhos e continue fazendo o mesmo movimento. Ist das riesig? Wie groß? 600 Hektar. 600? Aha.
Unglaublich, wie viel Holz die Typen da rausholen. Sie meinen, es fällt nicht auf. Das verbietet ihnen ja keiner. Bis nichts mehr da ist. Aber es scheint unendlich. Die ganze Abholzung passiert entlang der Bundesstraße 163. Man sieht die kleinen Wege, die von den Holzfällern geschlagen wurden. Und dann kommen die Rinderfarmer, um das Land zu erschließen. Hier wird genau in diesem Moment Regenwald abgeholzt. Da unten wird sogar gerodet. Schau dir das an. Das zeigt die totale Inkompetenz der Regierung. Das ist einfach unglaublich. Mach keinen Unsinn. Los, hier entlang. Hier ist das Feld, auf dem Sie Ihr Soja pflanzen. Das Feld fängt hier an und geht bis darüber. Es umschließt mein ganzes Grundstück. Es geht bis zu diesen Waldflächen dort, auf denen noch andere Kleinbauern arbeiten. Und sie kommen immer näher und drängen uns zurück, bis wir gehen und sie das Grundstück kaufen. Die Pestizide, die sie spritzen, treiben die Schädlinge von ihren auf unsere Felder. Deswegen reicht unsere Ernte nicht einmal mehr zum Überleben. Wenn wir nichts tun, geht es immer so weiter. Ich habe nach Mitstreitern gesucht, aber alle im Dorf haben Angst. Keiner traut sich, offen zu reden. Sie verbünden sich lieber mit ihnen. Der Präsident der Gemeinde riet mir zu überlegen, wohin ich gehen könnte, denn ich könne nicht mehr hierbleiben. Der Präsident unserer Gemeinde hat das gesagt. Ich hatte noch nie eine so große Angst, dass ich aufgehört hätte zu kämpfen. Keiner von uns darf die Kleinbauern vertreten. Sie haben mein Leben zur Hölle gemacht und alles gegen mich verwendet, was sie finden konnten. Wer sind sie? Die stecken doch alle unter einer Decke. Die gewählten Politiker werden von den Großgrundbesitzern finanziert. Hallo, Herr Chico, dürfen wir kommen? Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Hallo, ich bin André. Wir würden gerne mit Ihnen reden. Gehen wir rüber und unterhalten uns. Vor 2 Jahren stiegen weltweit die Lebensmittelpreise an. Konnten Sie davon profitieren?
Ja, für kurze Zeit haben wir einen besseren Preis bekommen. Aber heute lohnt sich der Anbau kaum noch. Denn die großen Farmer produzieren mit ihren Maschinen viel billiger. Und dieses Jahr haben wir auf dem Feld riesige Raupen entdeckt, die den ganzen Mais angefressen haben. So was haben wir früher nie erlebt. Durch die Abholzung ist das Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten. Als Christoph Kolumbus 1492 in Haiti ankam, stellte er fest, dass Haiti zu 95% mit Bäumen bedeckt war. Ich lebe in einem Land, in dem man nach jedem Regen fragt, wie viele Menschen diesmal starben, weil die Böden ohne Bäume dem Regen nicht mehr standhalten können. Und nicht nur das. In dieser Gegend gibt es nichts mehr, keine wirkliche Vegetation. Und die Haitianer denken heutzutage, dass ihre eigenen Produkte nichts mehr wert sind. Aber alles, was aus dem Ausland kommt, finden wir gut. Deswegen gibt es keinen Anreiz, hier etwas anzupflanzen. Die erste Welt betreibt Massenproduktion mit moderner Technik. Und wenn sie einen Markt wie Haiti erschließt, können sie ihnen ihre Ware billig anbieten. Und die Bauern vor Ort verkaufen nichts. Unsere Felder liegen brach. Und die Bauern ziehen als Fabrikarbeiter in die Stadt und hoffen auf ein besseres Leben. Ich glaube, das ist der Grund für den Hunger in Haiti und auf der ganzen Welt. Wir halten unsere Nahrungsmittel in Haiti für schlecht. Wir kaufen lieber Lebensmittel aus dem Ausland und zahlen dafür auch mehr, weil wir denken, sie sind besser. Stimmt das? Ja, aber lasst euch sagen, im Ausland sieht man manchmal fette, zu fette Menschen. In der Presse liest man, dass das größte Gesundheitsproblem der Amerikaner die Überernährung ist. 70% der Krankheiten, an denen die Menschen in den USA leiden, gehen auf falsche Ernährung zurück. Mehr als 150 Millionen Menschen sind zu fett, denn das Essen enthält Chemikalien, damit es länger haltbar ist. Wisst ihr, was man sagt? Dass die Weißen so viele Produkte essen, die Chemikalien enthalten, dass ihre Leichen nach dem Tod nicht verwesen. Die Zukunft des Landes liegt ganz sicher nicht im Import. Nur durch Arbeit können wir den Respekt der Welt zurückgewinnen. Heute schaut die Welt auf uns, denn wenn es ein bisschen geregnet hat, wisst ihr nicht, was dann in der Cité Soleil passiert? Bei Regen leiden die Menschen. Schlamm dringt in ihre Häuser und Plastik verstopft ihre Kanäle.
Meine Mutter ist auch hier. Mein Vater ist tot. Sie waren Bauern. Auf dem Land konnten sie nicht mehr überleben. Ein Unwetter hat alles vernichtet. Und ich habe meinen Kindern nichts anderes zu bieten. Ich kaufe Erde, kaufe Wasser, kaufe Butter und Salz. Dann passiere ich es, damit es so flüssig und glatt ist wie auf dem Laken draußen. Wir haben in Cité Soleil ein besseres Leben gesucht. Manchmal kann die Suche nach dem Leben das Leben zerstören. All diese Häuser wurden von Bauern gebaut, die vom Land nach Cité Soleil kamen, um hier zu überleben. Sie kehren nie mehr dorthin zurück. Obwohl Cité Soleil ihnen kein besseres Leben verspricht. Aber sie glauben trotzdem, dass es der bessere Ort ist und bleiben. Auf jeden Fall kommen sie in Massen. Unzählige kommen und verlassen ihre Felder, um in Cité Soleil zu leben. Anscheinend passiert das gerade überall. Cité Soleil selbst hat eine Fläche von etwa 10 Quadratkilometern. Dort leben über 200.000 Menschen. Das Billigste, was es in Haiti gibt, um den Hunger zu stillen, sind die Schlammkekse, die sie selbst machen. Viele Menschen essen sie, damit sie etwas im Magen haben. Es ist einfach das Billigste. Man nennt sie Mud Pie, Schlammkuchen. Bedeutet nicht mal das Nötigste zu haben, was immer das ist. Es kann Essen sein, Bildung oder Sanitäranlagen. All das ist eine Art von Hunger. Seht sie euch an. Meint ihr, sie hungern nicht? Schaut euch den Dreck an. Tag ein, Tag aus leben sie so. Nicht, weil sie es mögen oder weil sie es nicht anders kennen. Es gibt auch in Haiti andere Orte. Das sehen Sie schon. Sie hungern nach einem besseren Leben. Es sieht nicht gut aus. Du sagst, es ist alles gut. Nein, nicht, dass es gut ist. Ich sage nur, es gibt Schlimmeres. Wenn man früh aufsteht ohne Essen, fühlt man sich schwach. Wenn ich es nicht ertrage, lege ich mich wieder hin. Ich schäme mich zu sehr, um zu betteln. Ihr Dorf liegt 8 Stunden von hier.
Sie hat auf dem Land gelebt, im Norden von Haiti. Aber in Port-au-Prince ist das Leben genauso hart, sogar härter. Sie sagt, dass sie damals so dringend Geld zum Überleben brauchte, dass sie eines ihrer Kinder in Port-au-Prince verkauft hat. Kennt ihr das Wort Restavec? Man überlässt sein Kind einem Reichen. Es lebt dort und dient der Familie als eine Art Sklave. So kam ihre Tochter nach Port-au-Prince. Und mein Sohn ist auch tot. Ich kann nicht mehr. Nur noch weinen. Ich bin arm geworden. Ich muss betteln gehen, weil ich arm bin. Es ging mir nicht immer so schlecht. Morgens würde ich gerne einen Kaffee trinken. Ich kann nicht mehr. Ich frage Gott, was ich hier noch soll. Ich wäre lieber bei Gott, dann wäre es erledigt. Aber ich kann den Kleinen nicht allein zurücklassen. Seine Mama hat für mich gesorgt. Sie hatte nur den einen Sohn. Und seit dem Tod meiner Tochter kümmere ich mich um ihn. Das Kind ist das Einzige, was ich noch habe. Hey, Liebling, hier bin ich, deine Oma. Ich liebe ihn. Le monde au soleil, aux étoiles. Excuse-moi. Oh, si je l'aimais. Demande à la lune de témoigner. Ich will, wie sagt man, Kommunikator werden. Kommunikationswissenschaftler. Was ist der Unterschied zwischen Kommunikator und Kommunikationswissenschaftler? Hast du kein Wörterbuch? Bringt ein Kommunikator nicht Nachrichten oder sowas? Mein erster Sohn ist Jeff de Gronchi. Mein zweiter Sohn Ismael Fresson Gronchi. Dann gibt es noch Paul Ezer Gronchi und Luderson Gronchi. Ich schlage mich so durch, um meine Familie zu versorgen. Ich habe 11 Jahre in Fabriken gearbeitet. Dort habe ich Hosen, Koffer und Handschuhe hergestellt. Alles Mögliche habe ich gemacht, selbst Kuscheltiere. Und für die ganze Arbeit habe ich pro Tag 2,5 Gurt verdient. Davon habe ich für 1,5 Gurt ein Ei bekommen und Essen für den Rest. Es gibt hier in Haiti viele Nahrungsmittel, aber sie verderben, weil man sie nicht transportieren kann. Wir können sie ja nicht auf dem Rücken tragen. Hier benutzen wir Pferde und Esel, um ins Nachbardorf zu kommen. Die Bauern verdienen nichts, weil sie ihre Ernte nirgendwo verkaufen können. Und wir Menschen in der Hauptstadt leiden genauso, weil wir nichts kaufen können, außer viel zu teure Lebensmittel aus dem Ausland. Das Problem am Hunger ist auch, dass er zu mehr Gewalt in der Gesellschaft führt, weltweit. Und um was lernen zu können, muss man etwas essen. Hungrig kann man nichts im Kopf behalten. Hier muss man Opfer bringen, um so zu leben, wie man es sich erträumt. Dabei habe ich so viel gearbeitet. Von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Wir haben Überstunden gemacht. Um die Bedürfnisse meiner Kinder zu befriedigen, musste ich trotzdem fast einen Kredit aufnehmen. Aber das wollte ich nicht. Also musste ich eine zweite Arbeit zwischen 19 und 23 Uhr annehmen. Ich habe Süßigkeiten verkauft, damit meine Kinder morgens Brot hatten. Stell die Vorderkante der Karre nach unten.
raus, sonst bekommen wir keinen Platz mehr auf dem Markt. Sicher bedauere ich es manchmal, hierher gekommen zu sein. Aus vielen Gründen. Wenn ich auf dem Land nur die Mittel zum Überleben gehabt hätte. Die Luft dort ist so frisch. Ich stelle mir vor, wie ich von Montag bis Samstag arbeite. Sonntags hätte ich frei und könnte im Fluss baden. Ich könnte frische Mangos und Grapefruit essen. In der Stadt muss ich Geld haben, um diese Früchte zu kaufen. Deswegen bedauere ich es. Wenn es in der Provinz Arbeit gäbe, würde ich sofort zurückgehen. Ich weiß nicht, wie viele Bäume es in Haiti noch gibt. Man kann sie jedenfalls zählen. Das können sie selbst machen. Hier gab es früher keine Häuser, nur Bäume. Als dann der Reis aus Miami kam, war unser heimischer Reis verloren. Der Reis aus Miami hat sich hier ausgebreitet. Unser Reis, der Tilia, hatte keine Chance mehr. Inzwischen sind all unsere Reissorten verschwunden. Jetzt gibt es nur noch Sorten wie Miami-Reis oder Ceres. Diese Sorten verbreiten sich in Haiti. Heute kommt eine Sorte und morgen eine andere und löst die vorherige ab. Aber die einheimischen Sorten sind weg. Nun pflanzen wir Samen von fremden Firmen. Monsieur, gehen Sie von der Tür weg. Nacheinander, gehen Sie weiter. Bleiben Sie bitte stehen. Wenn du drängelst, schmeiß ich dich raus. Deinen richtigen Namen? Jenny. Wie? Jenny Adino.
Man darf nicht zweimal wiederkommen. Geh. Ich kann nichts dafür. Ich hole für jemand anderen. Dann bring mir diesen jemand. Merkt euch ihre Gesichter und schickt sie weg. Sei doch nicht so hart. Viele Leute lassen sich von anderen das Essen holen. Sie haben kleine Kinder zu Hause. Ich kann sie verstehen, auch wenn ich keinen Hunger habe. Denn ich weiß, was Hunger bedeutet. Meine Verwandten auf dem Land haben auch Hunger. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir genug geben konnten. Habt ihr manchmal Hunger? Ja. Warum bekommt ihr nichts zu essen? Weil wir kein Geld haben. Wieso gibt es kein Geld? Weil es keine Arbeit gibt. Ihr wollt arbeiten? Als was? Als Tänzerin. Wer kann hier tanzen? Zeig mal, was du kannst. The war is coming to an end! Ich sah meine Mutter auf dem Boden liegen und hörte sie vor Schmerzen schreien. Sie war über und über mit Mauerresten bedeckt. Und als ich meine Mutter so leiden sah, die Frau, die mir alles bedeutet, dachte ich, sie würde sterben. Man kann sagen, unsere Regierung war auch völlig überfordert. Sie konnten ja nicht einmal ihren eigenen Familien helfen, geschweige denn all den anderen Menschen. Wir durchleben eine schreckliche Situation hier in Haiti. Ja, ich habe viel geweint. Ich war bei meinem kleinen Bruder, der am Kopf verletzt war. Er war während des Bebens im Haus. Und als er nach draußen rannte, stürzte ein Teil des Hauses auf ihn nieder und begrub ihn unter sich. Say,
Diese Mauer ist beim Erdbeben auf meine Familie gestürzt. Und die Mauer dort hinten hat Risse bekommen. Und wir glauben, dass sie bald einstürzen wird. Sie können ruhig reinkommen. Seitdem haben wir nur das kleine Zimmer übrig. Alle schlafen nebeneinander. Schließlich haben wir nicht den Mut verloren. So ist das Leben. Es geht weiter. Verlier dein Trinkfläschchen nicht. Imagine mass movements across the seas. Stellt euch eine Massenflucht vor. Sie kommen über Meere und Kontinente, um das von euch zu nehmen, was ihr nicht teilen wollt. Ich glaube nicht, dass wir weit davon entfernt sind. Was haben Sie schon zu verlieren? Sie haben keine Zukunft. Aber Sie sehen die anderen auf ihrem fetten Hintern sitzen. Sie holen sich das, was sie brauchen. Wenn einer stirbt, steht der nächste schon bereit.